Es war ein kalter Winterabend und der Schnee lag wie ein weiches, glitzerndes Tuch über dem Schattenwald. Jesse, Tom und Valerie stapften fröhlich durch den Wald, dick eingepackt in warme Mäntel, Mützen und Schals. Der Atem der drei Freunde hing wie Nebel in der Luft und ihre Schritte knirschten im Schnee. »Ich wette, ich kann weiter einen Schneeball werfen als ihr beide zusammen«, rief Tom lachend und warf einen Schneeball, der gegen einen alten Baum klatschte. Jesse verdrehte die Augen. »Tom, du kannst doch nie ernst bleiben, oder?« Sie grinste trotzdem. Valerie, die immer etwas stiller war, schaute sich derweil aufmerksam um. »Es ist irgendwie anders hier«, murmelte sie und blieb stehen. Die anderen hielten inne und schauten sie an. »Was meinst du?«, fragte Jesse, doch bevor Valerie antworten konnte, durchbrach ein seltsames Geräusch die Stille. Ein tiefes, langgezogenes Knurren, das irgendwo aus der Dunkelheit kam. Die drei erstarrten. »War das ein Tier?«, flüsterte Tom und sah sich um. Doch Valerie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Es klang nicht wie ein Wolf oder ein Fuchs.« Sie trat näher an Jesse heran. »Vielleicht sollten wir umkehren.« Doch Jesse, die immer ein bisschen mutiger oder tollkühner war, hob die Stirn. »Kommt schon. Wahrscheinlich war es nur der Wind. Wir sind fast beim alten Jägerpfad. Von dort aus ist es nicht mehr weit zur Lichtung.« Tom nickte, aber er wirkte nicht ganz überzeugt. Gemeinsam gingen sie weiter, immer tiefer in den Wald hinein. Das Knurren war verstummt, doch die Stille fühlte sich jetzt drückend an. Die Bäume standen eng beieinander, ihre kahlen Äste wie Krallen, die in den Himmel ragten. Plötzlich blieb Valerie stehen. »Hört ihr das?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Tom und Jesse lauschten. Zuerst hörten sie nichts, doch dann ein leises, heiseres Flüstern, das wie der Wind zwischen den Bäumen schwebte. Es klang, als würden Worte gesprochen, doch sie waren zu leise und fremdartig, um sie zu verstehen. »Das ist nicht der Wind«, sagte Tom und wich einen Schritt zurück. Seine Augen waren weit aufgerissen. Jesse wollte etwas Mutiges sagen, doch ihr Herz schlug zu schnell. Valerie zeigte auf einen schmalen Pfad, der vom Weg abzweigte. »Da drüben? Da hat sich etwas bewegt.« »Vielleicht sollten wir wirklich zurückgehen«, schlug Tom vor, doch Jesse schüttelte den Kopf. »Nein, wir müssen herausfinden, was das ist. Was, wenn jemand Hilfe braucht?« Mit diesen Worten stapfte sie entschlossen den schmalen Pfad entlang. Valerie und Tom tauschten einen nervösen Blick aus, bevor sie ihr folgten. Je weiter sie gingen, desto kälter wurde es. Der Schnee unter ihren Füßen schien tiefer und das Flüstern wurde lauter. Plötzlich tauchte vor ihnen eine kleine, schneebedeckte Lichtung auf. In der Mitte stand eine alte, verfallene Hütte, deren Dach halb eingestürzt war. Ein schwaches Licht flackerte in einem der zerbrochenen Fenster. »Wer lebt denn hier draußen?«, fragte Valerie und rieb sich die Arme. »Niemand, soweit ich weiß«, flüsterte Jesse. Sie wollte gerade näher treten, als das Knurren wieder erklang, diesmal lauter und direkter. Aus den Schatten der Hütte schälte sich eine dunkle Gestalt. Sie war groß, ihr Körper war mit einer Art zotteligem Fell bedeckt und ihre Augen glühten in einem unnatürlichen Gelb. »Lauft!«, rief Tom, doch ihre Beine schienen wie angewurzelt. Die Gestalt kam näher, doch dann hörte man plötzlich eine klare Stimme. »Halt!« Ein kleines Mädchen trat aus der Hütte. Sie hatte ein blasses Gesicht und lange goldene Haare, die unter ihrer Kapuze hervorlugten. Die Kreatur hielt inne, drehte sich zu ihr um und sank knurrend auf die Knie. »Was ist das?«, stammelte Tom. Das Mädchen lächelte sanft. »Ihr habt keine Angst zu haben. Das ist mein Wächter, Solkan. Er schützt den Wald vor Eindringlingen.« »Aber wir sind doch keine Eindringlinge«, rief Jesse. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Das Mädchen nickte. »Ich weiß«,
ihr seid keine Gefahr. Aber ihr habt den Wald betreten, ohne ihn zu respektieren. Hier leben Dinge, die älter sind als ihr, Geister, die den Winter schützen. Solkan warnt die Menschen, sich nicht zu weit zu wagen. Die drei Freunde sahen sich an. Jesse trat einen Schritt vor. Wir wollten niemandem schaden. Es tut uns leid, wenn wir den Wald gestört haben. Das Mädchen lächelte und hob eine Hand. Dann geht. Aber nehmt euch vor der Dunkelheit in Acht. Nicht alle Geister sind so gnädig wie Solkan. Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und verschwand in der Hütte. Die Kreatur warf ihnen einen letzten durchdringenden Blick zu, bevor sie ebenfalls in den Schatten verschwand. Okay, ich bin dafür, dass wir jetzt ganz schnell nach Hause gehen, sagte Tom, und diesmal widersprach niemand. Sie machten sich eilig auf den Rückweg, und als sie endlich den Waldrand erreichten, atmeten sie erleichtert auf. Das war das Gruseligste, was ich je erlebt habe, murmelte Valerie. Doch Jesse grinste. Aber auch das Aufregendste, oder? Sie warf einen Blick zurück in den Wald. Vielleicht sollten wir irgendwann... Nein, riefen Valerie und Tom gleichzeitig. Jesse lachte und zog ihre Freunde in eine Umarmung. Na gut, aber das nächste Mal machen wir ein Abenteuer ohne Wintergeister. Und so stapften sie gemeinsam nach Hause, das Mondlicht im Rücken und eine Geschichte, die sie nie vergessen würden.